Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge hier bei Planet Nomades auf MicroHunter TV. Ich bin der Icewagon und begrüße euch ganz herzlich hier zurück. In der letzten Folge hatten wir ja unsere Havarie quasi. Wir sind mit dem Fahrzeug umgekippt einfach mal und hatten natürlich dann unsere Schwierigkeiten, das Ding wieder auszugraben. Aber wir haben gelernt, oder ich habe gelernt, es geht auch auf den einfachen Weg, man muss nicht immer den schweren Weg nehmen. So, wir haben wie gesagt hier ein neues Biom bereits erreicht in der letzten Folge. Das sieht hier alles ganz anders aus. Und ja, bin ich mal gespannt. Allerdings haben wir kein Biom, also keine Ressourcenquelle in der Nähe, die uns Kobalt, Eisen und... Was hatten wir denn noch? Kobalt, Eisen und... Ich weiß gerade gar nicht, was da noch im Fahrzeug drin liegt. Wir fahren weiter Richtung Süden. Ich will wissen, was im Süden ist. Und vielleicht finden wir ja immer noch ein Distress-Signal, ein weiteres. Ansonsten drehen wir irgendwann ab nach Westen. So, einmal weiterfahren hier. Mal schauen, ob wir alles Schönes finden. Bisschen mehr Licht könnten wir gebrauchen, aber es regnet schon wieder wie aus Kübeln. Die nächsten Ressourcen. Zack, aussteigen. Ressourcen sammeln. Yeah. Ich bin ein Ressourcenhorder. Ich horte hier Ressourcen ein bisschen umfallen. Aber an unserer festen Basis, wo wir waren, da konnte man diese Ressourcen nicht sammeln. Und deswegen sammle ich die jetzt hier. So. Ressourcen hier unten angliedern. So, wir haben jetzt immerhin schon einmal Uran voll, Aluminium, Gold, Kobalt und Silber. Achso, und das war Silikon, genau. Silikon, Carbon und Eisen. Das gibt es hier nämlich aktuell irgendwie anscheinend gar nicht in der Gegend. Soll das Schnee sein? Ich glaube, es soll Schnee sein. Das könnte Schnee sein. Ich glaube, wir sind schon so weit im Süden, upsala, dass wir hier schon im Schneebereich sind. Also rein optisch soll das, glaube ich, Schnee sein, weil es ist kein reiner Regen mehr, das sieht man. Also. Was allerdings nicht, wie jetzt hier die Außentemperatur ist. Wisst ihr, was dieses Fahrzeug durchaus gebrauchen könnte? Eine Möglichkeit also ein besseres, bessere Schlafmöglichkeit, weil mit den Schlafsäcken ist ein bisschen ungünstig immer. Weil auf Dauer sind die natürlich nicht sehr, sehr hilfreich. So. Jetzt haben wir auch schon wieder keinen haben, wenn ich mich nicht irre. Wir müssten also schon wieder mal einen produzieren. So. Nee, nicht Grundrahmen. Abbrechen. Abbrechen. Das da produzieren. Danach ein Schlafsack. So. Ja. Sind wir hier. You're becoming tired. Ja. Genau, deswegen machen wir ja auch schon einen Schlafsack gerade. Die Scheinwerfer sind auch nicht die besten. Ich muss anmerken. Gerade nachts sieht man hier echt wenig. Wenn wir uns jetzt hier unten irgendwo niederlassen. So, hier ist doch schön. So. Schlafsack ist hoffentlich schon fertig. Ich würde nämlich gerne schlafen wieder. Und ja, fertig. Sehr gut. So, und dann können wir uns ja gleich hier im Inventar aufrufen und wir machen ein Nickerchen. You are well rested. Du sagst es. So. Im Osten geht die Sonne wieder auf. Da hinten ist sogar ein weiterer Planet zu erkennen, so grob. Interessant. Den sieht man aber am Tage nicht, den sieht man nur nachts. Aha, aha, aha. Aber gut, Planet verlassen geht, glaube ich, hier gar nicht. Ne? Also Flugfahrzeuge gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Wir können nur fahren mit dem Buggy quasi oder mit einem größeren Fahrzeug, den wir uns zusammenschustern. Aber wir fahren weiter Richtung Süden. Ist schon eine recht kahle Landschaft hier auf jeden Fall.
glaube, wir sollten uns wirklich eine richtige Schlafkabine hinten reinbauen. Mit dem Biomassereaktor, das ganze Ding hier richtig gehörig umbauen. Die Karre. Problem ist nur, dass wir jetzt nicht alle Bauteile hier draußen bauen können, weil wir nur den Not-3D-Drucker haben. Wir müssten uns einen richtigen 3D-Drucker erstmal aufstellen. Aber das wäre ja kein Problem an sich. Jedenfalls kein großes. So, weiter geht's Richtung Süden. Ich glaube, ich bin schon bald an der Polkappe angekommen oder so. Keine Ahnung. Hier ist schon echt kahl die Gegend. Hier sind ja große Bäume, ja. Also so langsam. Oh, ist ja gar nicht so steil, oder? Die Karre ist so schwach, ey. Hier schafft das jetzt gar nicht mehr hoch, wa? Komm schon, du dumme Karre. Du schaffst es. Du bist ein gutes Auto. Ich baue nur gute Autos, also fahrgefälligst hier hoch. Ich will die Aussicht haben von hier oben. So. Weil die Gegend ist schon echt kahl, ne? Also unten wäre ein See wieder mal, aber Wasser haben wir eigentlich noch. Gibt doch keine Notsignale mehr in der Gegend, ne? Wir sind aber schon 4 Kilometer von unserer Basis entfernt in der Zwischenzeit. Müssen wir aufpassen, oh, hier geht es echt mies runter. Sehr mies, sehr mies. Lass mich in Ruhe. Ist gut, ich gehe ja schon. Braucht euch nicht mit mir anlegen. Ich gehe freiwillig. So, da unten wäre wieder ein See. Ein großer See sogar. Wir müssen diesmal langsamer runterfahren im Berg, ja. Ein sehr großer See. Okay. Übrigens, im Wasser könnt ihr auch was finden, Sachen, ne? Na, Vorsicht, muss schon der Kippen hier. Will nicht wieder umfallen. So, dann sind wir wieder unten. Unten angekommen. Schon ein großer See. Wir könnten uns auf der Insel da hinten. Wäre natürlich geil, sich eine Basis aufzubauen auf der Insel. Ne? Boah, wir sind schon echt weit gefahren. Das sind seit 4,3 Kilometer von der Basis entfernt. Keine Notsignale hier hinten. Nichts, gar nichts. Immer eine tote Hose. Ein paar Bäume. Ja, wollen wir hier einen Reaktor raufstellen? Weil ich glaube, batterietechnisch haben wir sonst immer eine Arschkarte. Wenn die Batterien alle sind, können wir keine neuen Batterien mehr herstellen. Aktuell. Hier fängt einfach wieder ein Berg an, auch nicht schlecht, ne? Einfach so aus dem Nichts. Ich glaube, wir bauen die Kiste um, dass wir hier wirklich einen Reaktor drauf haben, richtigen. Baumaterial geht ja Gott sei Dank nicht verloren, wir behalten ja alles. Und wenn wir die Winden hier hinten abnehmen und ja, erstmal die Winden abnehmen, hier hinten die Fläche ein bisschen vergrößern, ein bisschen erweitern. Wir bräuchten eine weitere Aufhängung wahrscheinlich wegen dem Gewicht. Oder wir setzen den Reaktor hier oben rauf. Dahinter direkt den großen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht zu schwer wird, ne? Wir sind schon auf hohen Druck. Ach ne, warte mal, jetzt ist niedrig. Jetzt ist mittel. Und jetzt ist hoher Druck. Ich mach mal hinten die Federung härter. So. Was ist denn vorne eingestellt? Mal ein bisschen härter machen die Federungen hier. Vorne ist mittel, okay. Ja, vorne ist auf mittel. Batterien reichen nur für 33 Minuten, deswegen wir müssten hier nämlich langsam mal
uns was überlegen. 80 laufen die gerade. 80, 80, 160. Hätten noch Strom übrig. Ich würde sagen, wir machen das. Ja, wir bauen das hier mal um. Gehen wir mal den Sender runter. Den 3D-Drucker müssen wir erstmal leer machen, bevor wir ihn runternehmen können. Ich stelle mal einen neuen 3D-Drucker auf. Können wir einfach irgendwo auf den Boden stellen, wenn du es wissen. Ne? Ja. Notfalldrucker. So. Brauchen wir nicht mal Ressourcen für zum Bauen. So. Okay, da können wir nämlich ein bisschen was reinschieben. Mal eine kleine Umbaumaßnahme hier vollziehen. So. Runtergenommen und jetzt will ich da einen Reaktor draufsetzen, so ein Stromteil. Weg. Er ist halt recht groß, der Biogenerator, ne? Aber der hätte schon einen großen Vorteil auf jeden Fall. Was brauche ich für die Panzerplatten? Würde mich gerne mal hier ein bisschen, ich glaube, die Winden brauche ich aktuell nicht wirklich. Wenn das Fahrzeug nämlich mal ein bisschen hier anpassen jetzt. Und wie breit ist denn der Reaktor? Wie groß ist denn der? Ne, 3 wollte ich haben. Oh, das ist 3 Blöcke breit, ne? Ja. Dann müsste das ganze Fahrzeug verbreitern, aber das ist nicht mal eben so eben leicht machbar, glaube ich. Ja gut, Reaktor rauf kriegen wir trotzdem. Was ist denn das Problem? Glaube ich, müssen wir ihn raufkriegen. Ich kriege ihn hochkant drauf. Achso, er hängt wieder. Oder liegend. Liegend wäre natürlich am sinnvollsten. Ist zwar ein bisschen groß, aber ich will eine bessere Stromversorgung haben. Was brauche ich? Elektronische Teile einmal und zweimal zusammengesetzt. Elektronische Teile habe ich. Und zweimal zusammengesetzte. So, dann können wir nämlich den hier mit Strom, hups, das ist blöd platziert, mit Strom besser versorgen. Ich habe auch die Steuerung noch nicht so richtig drin, das ist ganz schlimm. So, dann geht man mal hin, zwei zusammengesetzt und dann können wir uns hier mal anderweitig Strom verschaffen. So, das Ding ist natürlich sau schwer, das Ding hinten jetzt, aber alles ein bisschen unförmig, ich weiß. Aber es müsste das ganze Ding umbauen eigentlich. Ich würde es gerne breiter machen auf 3 Blöcke Breite, aber ja, das Problem ist, dass ich das jetzt hier einfach mal so eben schnell, glaube ich, nicht machen kann. Wir könnten es natürlich versuchen, ne? Das ist so eine Versuchsreihe jetzt, sagen wir mal. Wir versuchen es. Das Ding auf 3 Blöcke umzubauen, hier einfach hier mitten in nichts. Und legen wir mal die Komponenten ab, die wir jetzt hier haben. Achso, das Ding ist natürlich auch wieder voll. Gut, dann müssen wir die Container mal benutzen. Die wir hier unten noch haben. Hier haben wir noch Container, Gott sei Dank. So. Mal ein bisschen was ablegen können. Ist auch schon wieder voll. So. Schieb
Tür wieder hoch. So. Okay. So, ich brauche jetzt natürlich Grundrahmen hauptsächlich erstmal. Grundrahmen und die Platten. So. Damit wir hier nämlich erstmal ein bisschen was machen können. Und gut. Aber diese Folge, Leute, ist auch schon wieder zu Ende. Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist so. Und ja. Ich danke mir, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen natürlich wieder einschaltet. Ich bedanke mich bis dahin und sage ciao, tschüss und tschüss.